Darf ich vorstellen? Meine neuen Freunde hier auf Mauritius. Ja, ihr beiden. Vom Tierpark aus ging es ungefähr eine Viertelstunde hierher an die Küste nach Grigri. Und das, was man von hier oben sieht, das verspricht schon einen spektakulären Aufenthalt. Hier in Grigri angekommen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einen Grillplatz, eine Liegewiese, auch so einen mobilen Eiswagen. Man kann sich an den Strand legen oder so wie wir diesen kleinen Wanderweg entlang der Küste gehen zu einem weiteren tollen Aussichtspunkt. Auf jeden Fall ist die Brandung hier super beeindruckend. Und dank Christoph weiß ich, dass die Brandung auch daher kommt, dass es nicht nur hier keinen Riff gibt, sondern auch, wie hast du gesagt? Das ist die einzige freie Stelle, also wo es kein Korallenriff gibt. Und da drängen die Wellen praktisch ungebremst auf die Insel zu. Und es gibt wahnsinnig hohe Wellen. Also mit einem Geographielehrer verheiratet zu sein, hat Vorteile. Wir machen uns nun wieder auf den Rückweg. Hinter uns liegt ein Tag mit vielen tollen Eindrücken aus der Naturwelt von Mauritius. Wir können euch diese Ziele wie den Naturpark La Vanille und hier Grigri wärmstens empfehlen. Und wenn wir nun die ca. eine Stunde nach Hause fahren, schauen wir mal, ob wir da noch einen kleinen Stopp machen beim Grand Bassin und dem Kino Heiligtum.